Seid gegrüßt, werte Lords und Ladies, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Die Sims Mittelalter. Wieder zwei Folgen für diese Woche, kann man sagen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, haben sollte, wie auch immer. Immer abwechselnd wird jetzt Sims Mittelalter kommen, mit Sims 3, immer wöchentlich. Somit habe ich nicht zu viel zum Aufnehmen und ja. Es ist einfacher und man hat mehr Spaß, weil man immer sagen kann, dieses Wochenende kann ich das aufnehmen, also Sims Mittelalter, nächstes Mal das andere und es ist nicht so viel auf einmal. Das letzte Mal habe ich ein Special aufgenommen, genau das war die eine Folge und habe zwei neue Charaktere erstellt und zwar einen Arzt, dessen Namen ich immer noch ein bisschen fragwürdig finde, nämlich heißt Frankenstein. Ja, ich werde das im Nachhinein noch ein bisschen ändern, weil doch ein bisschen albern ist, weil ist ja klar, es ist erst mit Nachnamen Stein, aber Franken, das ist einfach zu lächerlich. Und auch noch eine Bardin erstellt oder eine, ja, Schenke, nämlich die gute Misa. Und ich habe hier, ja, diese ganzen Charaktere, oder zumindest sieben davon sind ja die Todsünden. Also es geht ja um die sieben Fürsten der Todsünden. Und es geht ja hier darum, dass Lucius, Graf Lucius, ist ja sowas wie der Teufel. Und es ist halt praktisch, ne? Soll so ein bisschen die Hölle auf Erden sein. Und man kennt ja die sieben Fürsten der Todsünde. Oder die sieben Todsünden sind Zorn, Faulheit, Völlerei, Neid, Wollust, Habgier und Hochmut. Und an einigen Charakteren ist das schon drin. Ich habe mal geguckt. Drei Charaktere gibt es nämlich noch. Der Spion, der Magier und der Priester. Und diese drei, die werden auf jeden Fall noch eins abbekommen. Das heißt, einen von den Charakteren, ja. Ja, und dann haben wir das Ganze abgeschlossen. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde mal sagen, wir machen eine neue Quest. Und ich habe mich für eine entschieden, die ich denke mal Zeit wird, denn wir haben die Sicherheit ziemlich, ich sag mal so, ja. Ja, ständige Hauseinbrüche, Banditen treiben Unwesen und wir müssen die Sicherheit nach oben treiben. Ich weiß nicht, ob das davor hilft, aber wir haben ja eine Quest namens Invasion. Und das, finde ich, ist schon ziemlich passend, denn das Königreich wächst und wächst und Leute werden aufmerksam. Das stimmt was nicht. Und jetzt passiert es. Invasion. Eine knallgelbe Sonne brannte am Himmel und es war beinahe ein wenig zu still. Irgendwo in der Ferne ertönten Trommeln und vom Horizont war Fußgetrampel zu hören. Sie kamen und wenn sie angekommen waren, musste jemand sie in Empfang nehmen. Lucaro durfte nicht fallen. Das Volk musste gerettet werden. Sozusagen ist es, kann man sagen, eine ziemlich serious Quest, denn es geht um Leben und Tod. Also, los geht es. Gruppenverantwortung. Und das hatte ich noch nicht, also. Ja. Was brauchen wir dafür? Ich glaube, da sind doch andere Charaktere. Die Verteidigung eines Königreichs bedarf einer guten Vorbereitung. Und es gibt keine bessere Vorbereitung als die des Stahls. Wenn Lucaro ein paar Männer und Frauen mit Schwertern erfinden könnte, um die Eindringlinge am Tor zu empfangen und ihren Angriff abzuwehren, bräuchte sich kein Einwohner von Lucaro je wieder zu fürchten. In diesem Quest ist ein legendäres Merkmal verfügbar. Oho. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber okay. Und damit haben wir natürlich Ordensführerin. Lucaro ist meine Heimat und ich sollte sie vor allem überbewahren. Meine Beziehungen werden helfen. Ja, wir müssen natürlich ihn nehmen. Und noch ein. Ich werde die Verteidigung von Lucaro ausrüsten.
Ja, so sieht es aus. Ordensführer Wen war verblüfft. Er hatte aufgesehen. Genau, er hatte aufgesehen und einen gehetzten, zitternden Mann an der Tür erblickt. Er bat ihm herein, bot ihm einen Stuhl an und fragte ihn, wie es ihm ginge. Aber er zitterte nur aus Furcht, aus Wut. Eines war sicher, dieser Mann brauchte einen kräftigen Schluck. Hier ist aber gar keiner. Fliegenden Händler eventuell Getränk aus dem Fass servieren. Gehilfen einstellen. Aber erstmal, wir sind hier. So, steh mal auf, mein du fauler Mensch. Wo ist er denn? Ach. Hey, komm mal nicht einfach so rein, hallo? Kommt der einfach hier reingestimmt? Mein Freund. Wir haben ja keinen Fass. Also müssen wir reingehen. Oha, was ist denn hier los? Boris, warte mal ganz kurz. Ja, ist glaube ich das erste Mal, dass wir mit zwei Sims spielen. Nehmen wir erstmal gucken, wo ist sein Haus? Was willst du? Ah, ein Gehilfen einstellen. Wie machen wir das? Wahrscheinlich wird er das hier. Ich habe keine Ahnung. Wo ist er denn jetzt? Da bist du. So, gehen wir da rein. Braun. Nun dann. Müssen wir. Oh, guck mal, wer da ist. Vielleicht kommen die ja zusammen. Hallo, was ist hier los? Maus. Ja, das ist übrigens, wer die Folge nicht gesehen haben sollte, das ist übrigens die gute Misa, die drüber. Ja, ich, sie ist so ein bisschen halt. Ja, finde sie schon ziemlich stylisch. Badass, man kann sagen. Bier, würde ich sagen. Wenn schon, dann schon nicht. Guten Tag. Hallo, worum geht's denn? Wo ist er denn? Hier ist er gar nicht. Wir können hier erst. Ah, erstmal die neuen Gäste, die neue Dame hier. My Lady, wo sind Sie denn? Sie sind mir gleich ins Auge gefallen. Sie sind bestimmt was Besonderes. Ah, da sind Sie ja. Bevor Sie gehen, hier ein kleines Ding. Oh, ja. So. Nun denn. Ja, ihre Stimme. Ich habe auch keine Ahnung, wie ihre Stimme machen sollte. Das ist noch nicht ganz bekannt. Bekannt doch. Ja, ich denke, wir müssen einfach so ein Bierfass hier aufstellen bei ihm. Der scheint doch nicht abzuhauen. Der wohnt jetzt hier bei uns. Boris, ja, der ist erstmal egal. Ja, wir können erstmal.
Wie viel Geld haben wir? Wir haben einiges. Heldenkasse. Die Heldenkasse. Bierfass. So, warte mal. Okay, das ist ein bisschen... Okay. So, ja auch nochmal. Mann, Mann, Mann. Bier. Ohne Bier nichts los, oder was? So, jetzt aber. Das sieht ja sah aber aus wie Wein. Das war Wein. Rosa. So. Mein Freund, jetzt kommen wir nicht mehr. Komm mal rein hier. Du siehst ganz schön fertig aus. Hier, nimm erstmal einen Schluck, dann geht's dir besser, nicht? Geht aufs Haus. Ah, das scheint ihn beruhigt zu haben. Mal sehen, ob ich nun herausbekomme, was ihn so beunruhigt, ne? Ich bin schließlich hier der Wachdienst. Trinken Sie erstmal nur. Ja, ich muss erstmal hier. Sie wissen schon. Im Mittelalter ist das halt, ne? Da gibt's keine Privatsphäre. So. Kommen Sie mal, wir erzählen mal ein bisschen was, nicht? Fassime, repent, benurg el brare salem. Selbrith jeden. Passa, javo, nolchim. Es ist freundlich, ja, Freundlichkeit bringt uns hier nicht weiter. Haben Sie gehört, wir haben eine neue Mindestsängerin. Sie ist ziemlich... Interessant. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich seine Stimme machen soll. Ja, alles klar, in Kamhausen oder was. Also, was ist denn nun los, mein Freund? Wo brennt's denn? Ich hoffe, es brennt nicht wirklich, aber was ist los? Keine Ahnung. Warte, gleich kommt's. Der Händler begann seine Erzählungen. Wir waren mit unseren Stammkarawanen unterwegs nach Lukaro. Plötzlich wurden wir ohne Vorwarnung angegriffen. Innerhalb weniger Minuten war auch schon alles vorbei. Von uns waren nicht mehr viele hier übrig. Ich konnte gerade so flüchten, aber vorher hörte ich noch, dass es mit den von uns gestohlen Waren einfacher sein würde, Lukaro anzuhelfen. Ich fürchte, dass die Räuber hierher kommen und alles, die sich in den Wegstellen wehtun werden. Das ist nicht gut. Das ist ja schrecklich. Jemand muss Lucaro verteidigen. Und ich habe da sofort an dich gedacht. Mit deinem Schwert könntest du dieser Jaunern ihre rechte Strafe erteilen. Ich konnte bei meiner Flucht außerdem einen Stiefel und den Räuber mitgelassen. Vielleicht kann jemand irgendwas damit anfangen und herausfinden, welcher Arsch das war, nicht wahr? Da solltest du zum Schmiedegesellen Boris gehen. Der kennt sich da aus, ne? Der ist schließlich Schmiede. Und dann Demetrius. Da Demetrius jetzt auf den Weg zur Schmiede ist, sollte ich mich darauf konzentrieren, ein paar fähige Kämpfer zu finden, die uns helfen können, die Stadt vor den Eindringlingen zu verteidigen. Also auf zum Zeichenbrett. 3 Simsfeuer, ja, nee, das ist klar, da müssen wir mal hier reingehen.
Währenddessen, was soll ich nochmal machen? Ich hab's vergessen. Könnte mal wieder was schmieden. So, Kohle rein, fertig aus. Metall erhitzen. Erhitzen wir mal das Metall ein bisschen, nicht?